Guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Webinar im Rahmen des Traders Börsenspiel. Und zwar geht es heute um die Einführung des Börsenspiel Trader. Hier bekommen Sie alle wichtigen Infos über das Börsenspiel von mir mitgeteilt. Ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Holger Fertig und ich bin hier bei der Société Générale Zertifikate für Zertifikate und Optionsscheine. Ganz kurz, die wichtigsten Kennzahlen zum Trader dieses Jahr. Der Anmeldebeginn hat bereits am 1. August gestartet. Das heißt, Sie sind seitdem schon in der Lage, sich für unser Börsenspiel anzumelden. Der Spielbeginn ist jetzt am Montag, dem 4. September. Da wird dann um 8 Uhr die Spielumgebung freigeschaltet. Das heißt, ab 8 Uhr morgens werden Sie in der Lage sein, Ihre Orders zu platzieren. Die Spieldauer sind 8 Wochen. Das heißt also, das Spielende ist am 27. Oktober. Neben dem Hauptpreis, einem Jaguar F-Pace, gibt es von mehr als 70.000 Euro, gibt es Sonderpreise. Es gibt insgesamt 9 iPhones 14 zu gewinnen und jede Woche 2.222 Euro, gesponsert von der Börse Stuttgart. Ich gehe da ein bisschen genauer drauf ein. Sozusagen, wenn Sie sich jetzt noch bis zum 4. September anmelden, dann haben Sie die Möglichkeit, schon ohne dass Sie etwas tun, nur durch die Anmeldung ein iPhone zu gewinnen. Ansonsten wird unter allen Spielteilnehmern, die aktiv im Börsenspiel tätig sind, jede Woche ein iPhone 14 verlost. Zudem die 2.222 Euro, die gibt es sozusagen für denjenigen, der innerhalb einer Woche von Montag bis Freitag die beste wöchentliche Performance im Börsenspiel erzielt in einem seiner Depots. Ganz kurz, wer sind wir? Was machen wir? Die Société Générale ist einer der größten Derivateanbieter Europas. Wir haben in Deutschland mehr als 200.000 Produkte, sind hierbei auch Innovationsführer. Und ja, wir haben eine kostenlose Expertenhotline. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, mich oder meinen Kollegen Patrick Kesselhut, der hier auch dabei sitzen wird, um Ihre Fragen zu beantworten im Webinar, kontaktieren und wir können Ihre Fragen zu unseren Produkten und Services beantworten. Unsere Ratings ist A1, A und A bei Moody's Standard und Poor's und Fitch und wir sind Mitglied im Deutschen Derivateverband. Wir haben viele, viele Services neben unseren Produkten. Wir haben regelmäßige wöchentliche Interviews zum Thema Märkte und Zertifikate, hier mit meinem Kollegen Patrick Kesselhut und meiner Kollegin Anja Schneider. Ansonsten, wir bieten ein kostenloses Magazin an, das Sie sich abonnieren können. Entweder bekommen Sie das umsonst per Post oder auch per E-Mail nach Hause geschickt. Kostet also nichts für Sie. Hier sind spannende Experteninterviews, es sind Rohstoff- und Aktienstrategien und so weiter enthalten. Ansonsten, mehr zu unseren Produkten erfahren Sie über unsere Broschüren. Das heißt, wir haben zu allen Produktkategorien, die wir anbieten, haben wir sozusagen Broschüren, die für relativ einfach für Retail-Anleger geschrieben sind. Das heißt, Sie können sie sich runterladen oder auch bei uns anfordern. Ansonsten haben wir viele Newsletter, die Ihnen einen Überblick über die Märkte gibt. Das heißt, wir haben morgens einen Ideas Daily Newsletter, wir haben Ideas Excel Newsletter, Ideas Webinar Newsletter, Aktiencheck und so weiter. Also wir haben relativ viel, damit Sie informiert in den Tag reingehen können. Webinare ist auch unter meinen Fittichen. Das heißt, wir haben jede Woche mindestens 2 Webinare in einer normalen Börsenwoche, wenn keine Feiertage stattfinden. Das ist einmal montagmorgens das Märkte im Fokus-Webinar. Dort geht es kompakt informiert in die neue Handelswoche mit unserem Chartanalysten Ralf Fayad und Autor des Ideas Daily Newsletter, welchen Sie auch bei uns abonnieren können. Ansonsten SG Active Trading jeden Mittwoch, jede Woche ein anderer Experte oder eine Expertengruppe. Hier sprechen die Referenten Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen an. Hier geht es hauptsächlich um die Charttechnik und Trading-Ideen.
Wenn das alles noch nicht reicht, haben wir noch einen Börsen-News-Kanal. Den können Sie sich entweder über iMessage, können Sie sich sagen, sich dafür anmelden. Und zwar, Sie müssen nur SG Börsen-News anschreiben mit Start. Und wer kein iPhone hat, kann dies aber auch bei Telegram oder bei Notify abonnieren. Das heißt, da bekommen Sie tagtäglich Börsen-News, um informiert zu sein, was an den Märkten passiert. Vielleicht ist ja die ein oder andere Idee, oder können Sie daraus die ein oder andere Idee für Ihre Handelsstrategie ableiten. Ansonsten, dazu komme ich später auch noch ein bisschen tiefer, die Webseite. Wir haben eine Produktsuche, damit Sie die Produkte für Ihre Anlagestrategie finden können. Wir haben eine Marktübersicht, aber das werde ich gleich in der Demonstration des Börsenspiels Ihnen zeigen. Ganz kurz noch, wo können Sie uns erreichen? Entweder per Telefon, per Chat oder auch per E-Mail. Die entsprechenden Servicezeiten hierfür sind zwischen 8 und 18 Uhr. Und wenn Sie noch sozusagen alles über unsere Trading-Aktion mit unseren Partnern wissen wollen, können Sie das auf dem angegebenen Link machen. So viel nun zu der Präsentation. Ich gehe jetzt direkt, ja, in das Börsenspiel. Ja, und zwar, man kann sich anmelden über trader-börsenspiel.de. Und ich werde auch direkt mal hier eine Anmeldung für das Börsenspiel starten, damit Sie sehen, wie das geht. Also zunächst müssten Sie sich einen Spielernamen aussuchen, unter dem Sie sich registrieren, dann eine entsprechende E-Mail-Adresse, die Sie haben. Ich mache mal jetzt eine Beispieladresse an dieser Stelle. Dann noch ein Passwort. Das muss noch wiederholt werden. Dann, wichtig ist, Sie müssen bestätigen, dass Sie das Mindestalter von 18 Jahren erreicht haben. Dann haben Sie hier die Möglichkeit, die Teilnahmebedingungen und auch die Spielregeln sich herunterzuladen. Das heißt, Sie müssen sich dann noch sozusagen die Teilnahmebedingungen akzeptieren, dass Sie damit einverstanden sind. Und dann gehen wir weiter. So, jetzt haben wir hier die Möglichkeit, schon Ihre persönlichen Daten einzugeben. Ja, das heißt, Ihr Namen, Nachnamen, Vornamen, Ihre Adresse, die Postleitzahl und Ort. Sie müssen das nicht bei der Anmeldung eingeben, macht aber Sinn, weil nur wenn Sie diese Daten vervollständigt haben, sind Sie auch gewinnberechtigt. Ja, das heißt, Sie können zwar mitspielen, aber wenn Sie wirklich einen unserer Preise gewinnen wollen, dann müssen diese Daten ausgefüllt sein. Ich lasse das jetzt erstmal offen, aber trotzdem müssen wir bestätigen. So, weiter. So, dann gibt es hier verschiedene Partnerangebote, die Sie abonnieren können. Das heißt, Sie können das erstmal auch unsere Angebote abonnieren, unser Ideas Magazin, unseren Ideas Daily Newsletter, die aktuellen Webinare, aber auch Trends der Börse Stuttgart, das neue Charttool der Börse Stuttgart oder eventuell auch das Börse Online Magazin kostenlos als E-Paper lesen. Ansonsten können Sie auch noch anklicken, dass Sie während der Spielzeit E-Mail-Updates zum Spielverlauf erhalten und Einwilligung der Werbung. Das mache ich. Kann man jetzt alles hier anklicken. Und dann können Sie noch angeben, ob Sie noch E-Mail- oder Briefwerbung erhalten wollen. Und sobald das alles eingegeben ist, dann und das bestätigen, dann wird Ihr Profil angelegt. So, das wäre jetzt der Start. So, da die Börsenspielumgebung ja erst am Montag freigeschaltet wird, habe ich sozusagen jetzt hier eine virtuelle Umgebung des Börsenspiels, um Ihnen die Funktionen des Börsenspiels genauer vorzustellen. Nun geben wir unsere Daten ein, um uns einzuloggen. So, und damit sind wir schon direkt in der Spielumgebung. Schauen wir uns die mal von oben bis unten hin an. Zum einen haben wir hier das Depot. Das heißt, hier sehen Sie,
die Rangliste dann direkt daneben. Wir haben dann die verschiedenen Tabs, Marktübersicht, Produktsuche, Spielregeln, Preise, Spielgruppen, Partner, Webinare, Videos. Sie haben hier die Möglichkeit, Ihr Benutzerprofil sich anzuschauen, beziehungsweise auch Ihren Account zu löschen, beziehungsweise Ihr Passwort zu ändern. Ansonsten gehen wir wieder zurück ins Depot. Wie Sie sehen hier, Sie haben zwei Depots. Jedes Depot ist jeweils mit 100.000 virtuellen Euros ausgestattet. Das heißt, Sie können zwischen diesen beiden Depots wechseln. Und wie Sie sehen, ich habe hier schon ein bisschen was gemacht, aber dazu kommen wir gleich. Und neben dem Depot haben wir noch die Watchliste, in die Sie verschiedene Produkte mit aufnehmen können. So, gehen wir jetzt erstmal auf das leere Depot. Wichtig noch zu erwähnen ist, Sie haben die Möglichkeit, das Depot zurückzusetzen. Das heißt, wenn es mal nicht so gut für Sie gelaufen ist, dann haben Sie die Möglichkeit, ja, Ihren Depotbestand wieder auf 100.000 zu setzen und Sie spielen mit wie vom ersten Tag. Das heißt also, wenn Sie mal Ihr Kapital verloren haben, dann ja, nicht frustriert sein. Sie können wieder bei 100.000 starten. Jetzt wird sich gefragt, warum zwei Depots? Es ist generell so, man würde gerne auch mal verschiedene Anlagestrategien ausprobieren. Vielleicht in einem Depot nur Aktien, im anderen Optionsscheine und Aktien. Vielleicht aber auch eine Long- und eine Short-Strategie. Also dort hat man dann die Möglichkeit, zwischen diesen beiden Depots hin und her zu wechseln und verschiedene Strategien auszuprobieren. Ansonsten, man sieht dann hier den Gesamtdepotwert, den Barbestand, die Summe der Positionen, die Performance absolut und die Performance in Prozent, sowie die Anzahl der Trades und meinen Rang. Ist natürlich aktuell noch alles leer. Jetzt gehen wir ein bisschen tiefer in die Spielregeln schon mal. Und zwar ist es so, was ist überhaupt handelbar? Welche Wertpapiere kann ich handeln? Es ist so, dass zum einen natürlich Aktien gehandelt werden können. Das heißt, alle Aktien, die an der Börse Stuttgart gelistet sind, ja, die sind im Börsenspiel auch handelbar. Es gibt natürlich auch verschiedene kleine Aktien, es sind nicht viele, aber es gibt ein paar, die nicht an der Börse Stuttgart gelistet sind. Die sind da nicht handelbar. Zudem ist noch wichtig, der eine Euro, also die Aktie muss mindestens einen Euro kosten, damit sie für das Börsenspiel zugelassen ist. Zudem, neben den Aktien, sind alle Zertifikate und Optionsscheine der Société Générale zugelassen, bis auf Produkte, die in Prozent notieren, also Aktienanleihen oder ähnliche Produkte, welche nicht in Euro oder welche nicht in Stücknotierung sind nicht erlaubt. Und wir haben auch noch ein paar kleine Regeln eingebaut. Und zwar ist es so, wer jetzt direkt loslegen will und für 100.000 eine Aktie kaufen will oder für 100.000 Euro eine Aktie kaufen will, das ist nicht möglich. Und wir schauen jetzt erstmal aber an, wie wir eine Aktie auswählen. Und dafür nutzen wir dann am besten die Webseite der Börse Stuttgart. Und hier können wir jetzt zum Beispiel mal die Apple-Aktie eingeben, wenn man die sich kaufen will. Und dann sieht man gleich hier Apple Computer und noch andere Vorschläge. Und dann, wenn wir jetzt hier auf die Apple Computer Aktie gehen, bekommen wir dann auch die entsprechende WKN, die wir benötigen fürs Börsenspiel. Ja, das heißt, wir können jetzt diese WKN hier in dieses Feld, in das Orderfeld oder in das Suchfeld eingeben. Und sobald wir das eingegeben, bekommen wir hier die Apple Aktie. Wenn wir uns die Apple Aktie in die Watchliste legen wollen, dann können wir das über diesen kleinen Button hier machen. Und was sehen wir hier? Wir sehen zum einen den Geldkurs und den Briefkurs. Was bedeutet das? Es ist immer so, dass beim Handel von Aktien, der geht ja nach Angebot und Nachfrage. Das bedeutet, alle Kunden, die in die Aktie kaufen wollen, die stellen ihre Limite oder ihren Preis auf der Geldseite ein. Das heißt, der beste Geldkurs sind aktuell 173,60. Der Briefkurs, zu dem Sie kaufen können, sind die 173,72. Das heißt, wir nennen das Spread, diesen Unterschied zwischen Geld und Briefkurs, und das sind 12 Cent. Ja, das heißt, wenn Sie jetzt kaufen und gleich wieder verkaufen, haben Sie einen kleinen Verlust generiert. Ja. Aber jetzt kommen wir mal dazu, dass wir mal
Aktien kaufen wollen. Und ja, jetzt sage ich mal, ich will 500 Apple-Aktien kaufen für 86.000 Euro. Billigst an der Stelle. Dazu komme ich auch gleich. Und dann kommt dann die Meldung, die Order kann nicht ausgeführt werden. Grund hierfür ist eine Regel. Ich hatte schon darauf hingewiesen, es gibt ein paar Regeln im Börsenspiel. Und zwar, kein Anleger würde in der Regel sein ganzes Geld in eine Aktie stecken. Das macht nicht viel Sinn. Das heißt also, Diversifikation ist hier gefragt. Und an dieser Stelle haben wir eine Regel, dass wir mit maximal 20.000 Euro beziehungsweise 20% unseres Kapitals von den 100.000, also 20.000 Euro, in eine Aktie oder in einen Optionsschein investieren können. Also in die Apple-Aktie wären dann jetzt mal 100 Stücke für 17.000 Euro. So, wir können hier den Kauf natürlich nur einen Kauf tätigen, weil wir keine Stücke haben. Wir können eine Billigst-Order, eine Limit-Order, eine Stop-Buy oder eine Stop-Buy-Limit-Order platzieren. Oder und dann die Order tagesgültig machen oder 7 Tage. Das heißt, wenn wir eine Limit-Order haben und nicht billigst aufgeben, dann können wir bestimmen, wie lang unsere Order gültig ist. Ja. Wenn Sie billigst kaufen, dann wird Ihre Order direkt zum aktuellen Briefkurs ausgeführt. Ja, das heißt also, hier bekommen Sie das relativ direkt. Das können wir jetzt mal hier durchführen. So, das heißt, das Aufgang, man sieht jetzt auch hier, dass es einen Trade gegeben hat. Mein Depotwert ist jetzt schon ein bisschen weniger. Der Barbestand hat sich natürlich verringert und meine Position sind 17.356 Euro. Dabei ist zu erwähnen, oder wir gehen mal in die Aufträge. Wie Sie sehen, ausgeführter Auftrag. Die Apple-Aktie 100 Stücke habe ich zu 173,68 gekauft und hier ist eine Gebühr von 10 Euro angefallen. Was bedeutet das? Bei Ihrem Broker kostet in der Regel jede Order oder Platzierung Geld. Ja, wir haben jetzt hier ein vereinfachtes Ordermodell genommen. Das heißt, alle Aktien, die Sie kaufen, kostet die Order 10 Euro. Für alle Optionsscheine haben wir eine Gebühr von 3,90 € angenommen. Das ist die Aktion, die wir mit der Comdirect haben. Hier gibt es also vergünstigte Gebühren mit unseren Partnern. Mehr dazu finden Sie dann auf dem Link, den ich vorhin schon gegeben habe, auf dem sozusagen die Trading-Aktionen abgebildet sind. Lohnt sich reinzuschauen, wenn Sie wirklich handeln, weil das ändert sich regelmäßig. Ansonsten, offene Orders haben wir aktuell nicht und gestrichene auch nicht. Das heißt, hier sehen Sie alles, was Sie an Ihren Orders gemacht oder was Sie in der Vergangenheit getan haben. Ansonsten haben Sie hier noch die Performance und wie Sie sehen, mein Kauf war jetzt nicht unbedingt zum idealen Zeitpunkt. Ich liege schon 36 Euro inklusive natürlich der 10 Euro zurück mit dieser Position. So, jetzt hatten wir schon mal die im Endeffekt, wie platziere ich eine Aktienorder? Wie funktioniert das mit der Order und mit der, vor allem, warten Sie, mit der Market Order? Jetzt gehen wir aber mal an die Limit Order heran. Ja, das heißt also, wir wollen jetzt nochmal 50 Apple-Aktien kaufen. Die wollen wir bei einem Limit von 172 kaufen und das Limit tagesgültig. So, wir sind ja wieder über das maximale Volumen. Das heißt, wir müssen hier unsere Ordergröße reduzieren. Ich kaufe jetzt nur mal 10. So, jetzt. Immer noch ein Trade. Das heißt, die Order wurde nicht ausgeführt, weil die Order beziehungsweise das Limit unter dem aktuellen Preis liegt. Das heißt, Sie sehen aber in den offenen Aufträgen hier jetzt die 10 Aktien zum Limit von 172 und dass die Order noch offen ist und nicht ausgeführt wurde. So,
Jetzt müssen Sie beachten, wenn Sie jetzt wieder eine Aktie kaufen wollen oder die Apple-Aktie kaufen, müssen Sie immer beachten, ob Sie eine offene Order im Orderbuch haben, weil diese blockiert Ihr Geld oder auch möglicherweise die Stücke, die Sie haben. Das heißt, wenn Sie mal nicht kaufen können oder sagt, ja, Sie kommen über den Geldbetrag hinaus, immer darauf achten, ob noch eine offene Order ist. Insoweit, die kann man hier streichen. In dem Falle habe ich die Order gestrichen. Ja. Das findet man jetzt auch hier. Verfallene Aufträge bedeutet an der Stelle, wenn sozusagen Ihr Limit nicht ausgeführt wurde innerhalb der Orderzeit, also in der Gültigkeitszeit der Order, beziehungsweise hier die gestrichene Order, die ich jetzt gerade gestrichen habe. So, dann schauen wir uns mal an, wie man ein Zertifikat handelt, ja, oder wie man das findet. Und da kommen wir jetzt hier zu den Tabs, auf die ich noch gar nicht eingegangen bin. Wir haben direkten Zugriff auf unsere Marktübersicht. Oh, da müssen wir. Geht bei mir auch die Produktsuche wieder. Ja, hakelt hier ein bisschen heute Abend. Gut, dann gehe ich wieder auf die Fragen und schalte mich wieder Genau, stumm. richtig. Also ich wähle jetzt mal hier neuen Optionsschein aus. Wir gehen long auf den DAX mit, ja, wählen wir mal ein relativ aggressives Produkt. Die SW0, also hier kann ich die WKN dann kopieren. Die kann ich dann hier im Börsenspiel einkopieren und danach suchen. So, jetzt hat es auch das Produkt gefunden. Fragen Sie mich nicht, was da mit dem anderen Produkt fehlerhaft war oder was da nicht funktioniert hat. So, also hier sehen Sie 327, 328. Wir haben jetzt hier ein Zertifikat oder beziehungsweise ein Turbo-Optionsschein, Long auf den DAX. Und wenn ich hier jetzt meine Stückzahl eingebe, zum Beispiel 10.000 Stück, na, da sind wir auch hier über die 20.000-Euro-Grenze. Das heißt, wir nehmen hier die 5.000, sind wir drunter, tagesgültig. Und wenn wir hier ordern, dann auch hier haben wir jetzt eine tagesgültige Market Order platziert und schon haben wir das auch in unserem Depot enthalten, gekauft zu 3,26. Und ja, wir sehen hier zwei Performance-Daten. Das eine ist die Performance heute, das heißt vom gestrigen Tag zum heutigen Tag und natürlich dann die Performance seit Kauf. Das heißt, beide meine Produkte liegen etwas hinten. Das liegt aber auch daran, dass wir die Ordergebühren haben. Und wenn wir jetzt hier draufschauen, dann sehen Sie auch, dass die Zertifikate-Order nur 3,90 € gekostet hat oder die Optionsschein-Order nur 3,90 € gekostet hat und die Apple-Aktie die 10 €. Ja, das sind also jetzt meine beiden Positionen, die ich habe. Und jetzt kann man das relativ schnell machen. Wie Sie sehen, das geht hier relativ schnell. Ich bin schon leicht im Plus. Wenn ich verkaufen will, kann ich hier draufdrücken und entweder dann hier auch eine Limit-Order platzieren, eine Bestens-Order. Das ist mir dann freigegeben. Vielleicht einen kleinen Exkurs in Richtung also Order-Typen. Also es gibt im Endeffekt verschiedene Ordertypen. Sie sehen es auch hier. Da haben wir zum einen die Bestens-Order, das heißt, wird zum bestmöglichen Preis sofort ausgeführt. Ja, das heißt, die Order wird auch fast sofort ausgeführt, weil kein Limit da ist. Dann gibt es die Limit-Order. Das heißt, die Limit-Order bedeutet, dass Sie nur zu einem bestimmten Preis kaufen. Das heißt, wenn dieser Preis nicht erreicht wird, dann wird diese Order auch nicht ausgeführt und wird dann im schlimmsten Fall oder verfällt dann im schlimmsten Falle. Dann gibt es die Stop-Loss-Order. Das heißt, wenn Sie ja Ihre Position absichern wollen, dann können Sie hier eine Marke eingeben, ja, also Ihr sogenanntes Stop-Loss, dass wenn dieses unterschritten oder erreicht und unterschritten wird, Ihre Order automatisch platziert wird. Die Sache ist ja ein bisschen Vorsicht, muss man hier walten, weil eine Stop-Loss-Order wird nicht garantiert zu dem Stop-Loss, das man angegeben hat, ausgeführt, sondern zum nächstmöglichen Preis. Das bedeutet also, eine Stop-Loss-Order wird nach Erreichen des Triggers zu einer Market-Order. Ja, und wenn man da das Pech hat und über Nacht gibt es eine starke Bewegung und nehmen wir an, wir machen jetzt hier mal eine Stop-Loss-Order bei 2 € rein,
Die ist dann bis morgen gültig. Wenn morgen aber der Optionsschein bei, ja, bei 1 Euro startet, dann bekomme ich nicht die 2, sondern den besten Preis. Und das ist zu dem Zeitpunkt sozusagen dann der beste Preis. Ja, also das kann passieren. Ansonsten, wie gesagt, die Performance hatten wir. Okay. Also so viel zu den Zertifikaten und Optionsscheinen. Eine ganz wichtige Regel gibt es hier aber auch. Und zwar, man darf nur maximal bis zu 20.000 Hebelprodukte kaufen. Das heißt, Sie können nicht mehr als 20.000 Stücke haben. Ja, das ist eine Regel oder nicht kaufen. Ja, das heißt also, wenn Sie 20.000 Stücke haben, können Sie keine weiteren Hebelprodukte mehr kaufen. Wir haben das mit eingebaut. Was auch noch wichtig ist und eine Neuerung in diesem Jahr im Börsenspiel ist, dass Sie nur 20 Käufe am Tag durchführen können. Das sollte eigentlich jedem aktiven Händler ausreichen. Leider haben wir die Erfahrung gemacht, dass ja, der ein oder andere Teilnehmer hier mit Bots oder mit automatischen Handelssystemen agiert. Das wollen wir damit einschränken und das Börsenspiel fairer gestalten. Wichtig anzumerken ist, die Handelszeiten in Deutschland sind von 8 bis 22 Uhr. Das heißt, in der Regel können Sie unsere Produkte innerhalb dieser Handelszeiten kaufen und verkaufen. So, gehen wir jetzt nochmal zurück auf unsere Seite, beziehungsweise auf die Marktübersicht. Die habe ich nämlich jetzt nicht vorstellen können. Und zwar haben Sie die Möglichkeit, auf unserer Marktübersicht alle wichtigen Kurse und Indikationen sich anzeigen zu lassen. Das heißt, Sie haben auch hier die Möglichkeit, im Login-Bereich sich eine eigene Watchlist zu erstellen. Sie sehen hier die meistgehandelten Produkte, also die beliebtesten Produkte bei uns heute im Echthandel. Also das ist jetzt nicht was im Börsenspiel gehandelt wurde. Sie sehen die wichtigsten Indikationen von DAX, MDAX, Eurostoxx und natürlich auch die US-Indizes, Volatilitätsindizes, Edelmetalle, Energie, Währungen und hier sehen Sie dann auch noch verschiedene Aktien in Deutschland, Österreich, Europa oder USA. Das heißt, Sie haben hier einen mehr oder weniger kostenlosen oder ist kostenlosen Überblick über die verschiedenen Aktienkurse. Ja, das ist ja ein wichtiges oder ein schönes Tool, um zu sehen, was an den Märkten los ist. So, ich habe jetzt auch schon mal ein anderes Depot vorbereitet. Wie Sie sehen, habe ich hier mal ein paar Sachen reingekauft, zum Beispiel unseren CO2-Emissionsrechte-Index Open-End-Zertifikat und auch ein DAX Turbo. Leider ist das, ja, ah doch, hier bei dem Turbo lege ich, ja, ganz gut, ah nee, dann lege ich zurück. Seit dem Kauf, die Performance heute ist zwar ein Plus, aber ich habe hier auch sozusagen zum falschen Zeitpunkt das erworben. So, hier können wir natürlich auch wieder dann verkaufen und in dem Fall mache ich jetzt mal einen Verkauf bestens. Ganz kurz und nochmal ein kleiner Exkurs zu den Hebelprodukten auf unserer Produktübersichtsseite. Sie haben im Endeffekt als Hebelprodukte die Standard-Optionsscheine. Wir haben die Turbo-Optionsscheine, Faktor-Optionsscheine und ETCs, ETNs. Die sind alle im Börsenhandel freigeschaltet. Natürlich auch unter den Optionsscheinen die etwas exotischeren Optionsscheine, die Inliner, die Stay High und die Stay low. Ansonsten, wie gesagt, Aktienanleihen sind hier im Börsenspiel nicht handelbar. So, gehen wir zurück. Weitere Infos sehen Sie hier. Wer nochmal sozusagen sich die Spielregeln ja nochmal anschauen will, kann auch hier die Spielregeln nochmal reinschauen. Es gibt noch die ein oder andere Sache, die wichtig ist. Also wie gesagt, die Handelszeiten sind hier.
Kapitalmaßnahmen werden von uns umgesetzt. Die Depotbewertung, die erfolgt automatisch. Das heißt, Sie müssen am Ende des Börsenspiels nicht Ihre Position verkaufen. Die können Sie einfach drin lassen. Das wird dann auf Schlusskursbasis bewertet. Wichtige Sachen, wenn Ihr Schein ausgenockt ist, wird dieses innerhalb von maximal 2 Bankarbeitstagen ausgebucht. Das heißt also, hier ist aber auch dann geblockt, dass Sie innerhalb der nächsten 2 Tage neue Turbos kaufen können. Ja, also hier ein Blick noch auf die Spielregeln. Wer sich nochmal anschauen will, was für Preise es gibt, findet das hier. Ansonsten Übersicht zu unseren Partnern. Werden Sie direkt an unsere Partner verlangt. Dann Webinare. Wer auch noch mehr über die Hebelprodukte, die ich gerade erwähnt habe, erfahren will, kann sich die gestrige Aufzeichnung des Webinars anschauen. Das hat mein Kollege Patrick Kesselhut gestern geführt. Und und hier ist natürlich jetzt noch zur Anmeldung des jetzigen Webinars. Und dann haben wir, Entschuldigung. Und dann haben wir natürlich auch noch die Anmeldeseiten zu SG Active Trading, Märkte im Fokus und unser Top-Webinar, das einmal im Monat stattfindet. Weitere Sachen finden Sie, also weitere Videos unter IDS Aktiencheck, auch Videos zum Trader. Wir haben eine Chartschule auf unserem YouTube-Kanal hinterlegt. Das heißt, dort können Sie lernen, wie die Grundlagen der Charttechnik funktionieren. Und ja, wenn Sie die Aufzeichnung des Webinars suchen, finden Sie die in unserer Webinar-Playliste. Und dann gibt es auch noch Produktvideos. Eine Neuerung dieses Jahr, auf die ich hier noch eingehen will, sind die Spielgruppen. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, verschiedenen Spielgruppen beizutreten. Das heißt, es gibt eine Spielgruppe von Goldesel, von dem Finfluencer Tech Aktien, T-Online, OnVista, GetQuinn. Genau, das sind die offiziellen Spiele, die Listen. Das heißt, Sie können, wenn Sie brauchen, dafür ein Passwort. Zum einen bekommen Sie das entweder hier auf der Seite, ja, also T-Online sagt, dass jeder mitspielen kann. Das heißt, Sie können mit der Eingabe des Passworts dieser Spielgruppe beitreten. Ja, das heißt, hier müssen Sie noch das akzeptieren. Und jetzt ist wichtig, Sie können nur mit einem Depot der Spielgruppe beitreten. Das heißt, Sie müssen sich das eine Depot aussuchen, das Sie dabei nutzen wollen. Beachten Sie dabei, weil jeder soll ja, wenn er in die Spielgruppe kommt, die gleiche Chance haben, wird dieses Depot automatisch zurückgesetzt. Es macht also Sinn, dass Sie sich schon im Vorfeld des Börsenspielstarts überlegen, in welcher Spielgruppe Sie dabei sein wollen, ja, weil das Depot, das Sie nutzen, wird auf 100.000 Euro gesetzt. Warum machen wir das? Ganz einfacher Grund, wenn jemand sehr erfolgreich im Börsenspiel ist und sagen wir mal so, nach 4 Wochen 200.000-300.000 Euro ertradet hat, wäre es natürlich nicht fair den anderen Spielern gegenüber, wenn er dann sich sozusagen noch in den Spielgruppen anmeldet und da alle Preise einsammelt. Das heißt, ich würde jetzt mal sagen hier, ich trete mit Depot 1 bei und ich muss dann auch noch akzeptieren, dass mein ausgewähltes Depot auf den Startwert zurückgesetzt wird. Ja. Und insofern, okay, das muss jetzt funktioniert haben. Das sehe ich dann auch normalerweise. Nee. So, was ich noch gar nicht erwähnt habe, ist natürlich hier die Rangliste. Und wie Sie jetzt sehen, in dieser Rangliste sehen Sie alle Teilnehmer, wie diese performt haben. Das sind sozusagen meine Kollegen, beziehungsweise, das ist ja eine Testumgebung. Das heißt, hier sehen Sie, dass Test 11 aktuell vorne liegt mit mehr als 11% Rendite. Und hier sehen Sie dann auch die Spielgruppen. Ja, das heißt, die Anmeldung hatte an der Stelle wohl nicht geklappt. Aber das ist, wie gesagt, ist natürlich nur die Show-Umgebung. Das Ganze läuft ab Montag dann korrekt. Also das heißt, meine Spielgruppen, hier sehen Sie dann die Spielgruppen.
Und ein weiteres Goodie, das wir haben, ist, das wird aber auch erst ab Montag freigeschaltet, ist, dass Sie eine private Spielgruppe gründen können. Was bedeutet das? Sie können im Endeffekt eine Spielgruppe eröffnen und haben die Möglichkeit, bis zu 20 Teilnehmer in diese Spielgruppe einzuladen, indem Sie den Code, den Sie dort erhalten, teilen. Das heißt, ja, Sie können mit Ihren Arbeitskollegen in der Familie, können Sie einen eigenen Wettbewerb sozusagen darstellen in unserem Börsenspiel. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz nettes Feature. Ja, gibt es denn irgendwelche Fragen, Patrick, von deiner Seite, die vielleicht noch interessant wären für die Allgemeinheit an der Stelle? Ja, also oft gefragt wurde zur 20%-Regel, also was passiert, wenn eine Position dann größer wird als 20%? Die wird natürlich nicht automatisch verkauft, die kann quasi so groß werden, wie sie möchte. Man kann eben dann nur nicht weitere Stücke kaufen. Das ist das eine. Dann gibt es noch Fragen zu den Spielgruppen, ob man auch in mehreren beitreten kann. Ja, das kann man. Zu den Limit-Typen gab es noch mal ein paar Fragen. Vielleicht können wir die noch mal kurz ansprechen. Und ob man mehr als zwei Depots haben kann. Nein, kann man nicht. Also man kann wirklich nur einen Account anmelden. Man muss dann auch, um gewinnberechtigt zu sein, seine persönlichen Daten ausfüllen vor der ersten Order. Die müssen deckungsgleich sein mit dem Ausweis. Also es wird dann auch irgendwann auffallen, wenn man mehrere Spielernamen sozusagen führt unter gleichem Namen. Aber um eben wirklich hier Möglichkeit zu bieten, sich auch auszutesten, haben wir diese zwei Depots pro Account. Das heißt, man kann wirklich mit einer Anmeldung mit zwei unabhängig voneinander funktionierenden Depots dann spielen. Okay, dann gehen wir nochmal auf die einzelnen, ja, Order-Typen ein. Machen wir Vielleicht das ganz mal. kurz, Holger, bevor du Ja. darauf eingehst, noch eine Frage, die auch schon mehrfach kam, ist, was so die Depotstände der Vorjahressieger waren, was für Strategien gewählt wurden, wo man einsehen kann, wie vorherige Gewinner gewonnen haben. Also zum Thema Einsehen, was die Gewinner oder die Führenden so machen, da bietet es sich an, bei der Anmeldung oder es geht auch später im Nutzerprofil, das Häkchen zu setzen bei Spielupdate. Da bekommen Sie während der Spielzeit des Traders, also nur diese 8 Wochen lang, einmal am Tag eine E-Mail mit der Zusammenfassung vom Vortag, was die Führenden so gemacht haben. Zur Strategie selber kann man sagen, es gibt, also in diesen 21 Jahren vom Trader hat sich nicht gezeigt, dass es die eine Strategie gibt oder dass man irgendwie besonders erfahren sein muss, um hier ganz vorne mitzuspielen. Also es kann tatsächlich jeder nach vorne schaffen. Zum einen, weil an den Märkten immer unheimlich viel passiert in dieser Zeit, was dann auch die Ranglisten teilweise wirklich komplett durcheinander wirbelt. Man muss auch nicht sonderlich viele Trades machen. Wer viele macht, muss auch oft richtig liegen. Das ist dann das Risiko dabei. Also es gibt wirklich nicht die eine Strategie. Man kann es nicht verallgemeinern. Auch die Basiswerte sind immer unterschiedlich gewesen. Also auch bei den Gesamtsiegern. Der eine auf DAX, der andere auf Öl, der andere bunt gemischt. Das ist wirklich, ja, es ist ein sehr buntes Bild. Da kann man tatsächlich keinen, sagen wir mal, generellen Tipp geben, nur dass man sich eben auskennen sollte mit den Produkten tatsächlich oder die Erfahrung hier sammelt, dass man eben über die Hebelprodukte natürlich ein Stückchen nach vorne kommt, zusätzlich dann zu den Aktien. Okay, nee, super. Vielen, vielen Dank. Vielleicht kommen ja noch die ein oder andere Frage rein. Ich gehe jetzt noch mal kurz auf die Order-Typen ein. Also es sind im Endeffekt nur 4 Stück. Ja, das heißt entweder bestens, das heißt zum aktuellen, also beim Kauf ist es billigst, ja, muss man ja schauen, und beim Verkauf ist es bestens. Ja, also man kauft zum billigsten möglichen Preis oder man verkauft zum besten möglichen Preis. Natürlich mit der Gefahr, wenn es gerade eine starke Bewegung gibt, dass es nicht zu dem Preis ausgeführt wird, den man sich vorgestellt hat. Ja, das muss man immer beachten. Ja, wenn der DAX mal 50 Punkte springt, während man eine Order platziert und man sieht hier noch einen Preis, der aber ja, 10 Sekunden alt ist, dann ja, dann kann die Enttäuschung schon mal da sein. Damit es nicht zu solchen Überraschungen kommt, gibt es die Limit Order. Das heißt, hier setzt man definitiv einen Preis, den man haben will. Ja, das heißt, ich will auf alle Fälle nicht, ja, jetzt beim Kauf zum Beispiel hier bei der Apple-Aktie, ich will nicht mehr als 173 Euro bezahlen. Ja,
Mit natürlich dem Risiko, dass wenn der Briefkurs, weil das ist gegen den ich beim Kauf ausgeführt werde, ja, wenn der nicht heute, na, das ist eine tagesgültige Order, wenn der heute nicht erreicht wird, dann wird auch die Order nicht ausgeführt. So ist das. Na, das ist mein Risiko, aber dann kann ich ja morgen nochmal versuchen zu kaufen. Dann gibt es Stop-Buy. Ja, das heißt, hier setzt man Stop-Buy bedeutet an der Stelle, wenn die Aktie über ein bestimmtes Niveau hinausgeht, ja, also jetzt hier bei der Apple-Aktie, würde ich sagen, wenn die Aktie über 174 geht, dann will ich auf alle Fälle nochmal kaufen. Ich will dabei sein, wenn es weiter nach oben geht. Das heißt, das will ich aber erst, wenn die Aktie über 174 geht. Das ist das Stop-Buy. Und in dem Moment, wo die 174 erreicht wird, wird diese Order zu einer Market, also zu einer Billig-Orders, weil es einfach nur eine Stop-Buy-Order ist. Dann haben wir die Stop-Buy-Limit. Ja, das heißt, wir definieren den sozusagen einen Stop-Buy-Trigger. Das heißt, es sind die 174. Und was passiert, wenn die 174 erreicht wird? Dann wird ein Limit platziert. Also hier wird sozusagen die Stop-Buy-Order nicht zu einer Market-Order, sondern die Stop-Buy-Order wird automatisch zu einer Limit-Order. Das heißt, wenn die Aktie auf 174 steigt, platziert das Handelssystem eine Kauforder bei 173. Das kann ich natürlich auch auf 174 setzen, oder auch auf 175. Ja, wenn ich sage, ich bin auch bereit, 175 zu zahlen, solange die Aktie durch die 174 nach oben durchgeht. Wie gesagt, hier kann ich dann auch wieder die Gültigkeit der Order sozusagen auswählen. Ja, und dann muss ich hier nur noch die Stückzahl eingeben und dann kann man hier das ordern. Ja, insofern, es müsste jetzt auch unter den offenen Orders sein. Also hier haben wir weiterhin, wer sich daran erinnert, mein Verkauf-Stop-Loss bei 2 € für 5.000 Turbo-Optionsscheine. Die ist noch offen, die Order. Und ich habe die eine Apple-Aktie, die ich kaufe, wenn der Stop von 174 erreicht wird, wird eine Limit-Order bei 175 platziert. So, jetzt ist genau das. Wir haben hier eine offene Order, ja, die 5.000 Stücke. Wenn ich jetzt in meiner Depotübersicht diese 5.000 Stücke verkaufen will, at market, ja, Verkauf, achso, der Verkauf ist gar nicht möglich, weil natürlich diese 5.000 Stücke noch geblockt sind, ja, durch diese Limit Order. Das heißt, wenn ich die wirklich verkaufen will, muss ich die Order erstmal hier löschen und dann kann ich auch wieder hier, warten Sie, zurück. Ach, nee, hat er nicht gelöscht. Mal gucken, ob die jetzt gelöscht ist. Ja, da müssen wir, glaube ich, nochmal mit unseren Kollegen vom Börsenspiel sprechen. Ja, dass hier dann auch, oder vielleicht müssen auch die 5.000 Stücke. Nee, also da müssen wir nochmal dran an die Order-Löschung. So, so viel zu den Order-Typen nochmal. Patrick, hast du noch irgendwas, was noch für die Teilnehmer interessant ist, beziehungsweise was ich Eine vergessen habe? Frage ist noch öfters wegen 20 Käufen. Also die 20 sind wirklich pro Depot, pro Tag Käufe. Die Verkäufe sind unbegrenzt. Das war noch so ein Thema. Jetzt gehe ich gerade nochmal die offenen Fragen hier noch durch. Wir sind eigentlich soweit. Den Rest haben wir auch durch. So eigentlich von den Fragen her. Ja,
Dann würde ich sagen, also wenn Manche dir. Fragen kann auch zu den Spielgruppen, wo man dann den Code findet. Also bei manchen steht ja der Code dabei, bei manchen nicht. Den gibt es dann beim jeweiligen Anbieter der Spielgruppe in dem entsprechenden Medium. Der wird dann dort genannt. Und wenn man dort sozusagen ja auch mit dabei ist, dann erfährt man den Code und kann sich dann anmelden zu der Spielgruppe. Okay, jetzt mache ich nochmal hier einen Kauf. Gut. Und welchen Vorteil haben die Gruppen? Ist auch nochmal eine Frage. Das ist einfach ein Angebot, ein zusätzliches. Man spielt dort nochmal im etwas kleineren Kreis natürlich dann gegeneinander oder miteinander in der Rangliste, die ein Auszug aus der Gesamtrangliste ist. Das heißt, wenn so eine Spielgruppe entsprechend klein ist, hat man natürlich auch Chancen, dann da auch entsprechend mit nach vorne zu kommen, weil die Gesamtrangliste von allen Spielteilnehmern ist natürlich riesig, weil da sehr, sehr viele Spieler mitmachen insgesamt. Das heißt, man hat hier eine bessere Chance, nochmal sozusagen innerhalb dieser Gruppenrangliste dann auch eine schöne Position zu bekommen. Und es gibt natürlich zusätzliche Preise zu gewinnen, ganz klar. So, jetzt habe ich auch hier die Order-Löschung. Also im Endeffekt habe ich jetzt meine beiden Orders gelöscht und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, auch meine 5000 Turbo-Optionsscheine zu verkaufen. Da hatte ich mich vertan. Das heißt, jetzt ist die Position auch verkauft und auch hier die Apple, die 100, kann ich verkaufen. Und jetzt habe ich im Endeffekt, ja, während ich hier diesen Vortrag gehalten habe, habe ich direkt 500 € verloren, was jetzt nicht unbedingt eine sehr gute Performance für diese Präsentation war. Ja. Ja, so viel von unserer Seite. Ich kann Ihnen nur anbieten, wenn sich weiterhin Fragen ergeben, dass Sie ja an uns zurückkommen, auf uns zurückkommen, dass Sie uns kontaktieren, entweder, ja, also mich oder den Herrn Kesselhut. Sie bekommen uns beide an der Hotline, die ich hier nochmal kurz zeige. Und ja, ansonsten kann ich Ihnen nur viel Glück, viel Spaß und ja, viel Erfolg beim Börsenspiel wünschen. Vielleicht sind Sie ja dabei und gewinnen den Jaguar. Ich bedanke mich recht herzlich und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.